Nö. Na dann. Sü. Genau. Jetzt bohrt der Nachbar noch eine Wand. So, Fackeln. Fackeln brauche ich. Schlafen erstmal. Okay, von mir aus. Guten Morgen. Guten Tag. Hast du Fackeln für mich? Hast du Fackeln? Hast du Fackeln? Hast du Fackeln? Hast du Überhaupt Fackeln? welche? Hast du Fackeln? Ich brauche Moos dafür. Dann sammel welchen. Wo kriege ich den her? Und wohin? Von welchen? War das jetzt eine ernsthaft gemeinte Frage? Mehr oder weniger. Ich habe noch keinen Moss bekommen. Also wahrscheinlich eher die weißen. Autsch. Weil ich bisher immer nur braune abgebaut habe. Warum Rassismus? Okay, der hat keinen Mosfetz dabei gehabt. Und der vielleicht. Christoph von Birken, wollte ich nur sagen, ne? Das Birken? Die weißen Moss. Bäume. Ja, das ist Moss. Ich habe Moss gefunden. Yay. Immer so. Meine Fräse. Cool. Da bot er einfach, während ich hier aufnehme, Loch in der Wand. Ja, richtig so. Erlaubt er sich das? Wie viel Moss brauche ich denn für Fackeln? Und wo hast du die anderen hübschen Fackeln her? Gecraftet. Ich habe hier nur diese einen Fackeln. Warst du vielleicht schon ein bisschen weiter? Du bist schon ein bisschen weiterentwickelt. Dann wird es wahrscheinlich sehr laut in der Aufnahme hören. Ich gehe mal davon aus. Du brauchst Kohle und eine Woodrod dafür, für die bessere Fackel. Kohle und eine Woodward. Woodward. Aber ich kann die anderen noch nicht craften, weil ich habe sie noch nicht freigeschaltet. Weil ich Ja, noch weil ich keine noch keine Kohle Kohle hatte. gesammelt. Kohle hast du im Bergwerk gefunden. Nicht im Bergwerk, sondern dort an der Steinwand. Wo finde ich denn jetzt hier Kohle? War hier noch ein bisschen was? Gunpowder. Kohle hast du auch nicht mehr in der Kiste. Doch. Nee, habe ich gerade nachgeguckt. Da ist keine Kohle dran. Sind wir dann mal fertig? So, jetzt habe ich erstmal die normalen Fackeln, bis ich das mit den anderen hinkriege. So, das Schredder lief dann hier hin. Gut, das Problem ist, ich kann auf den Slot halt nicht zugreifen, weil es ist gleich bei mir die Null bis auf der Tastatur.
Ist halt blöd, dass das auf der Englisch-Tastatur. Das heißt, den Endslot kann man nicht bedienen. Kann man irgendwie Stack halbieren? Ja. So wie du es jetzt Zeit schon machst. Ach nee, Stacks halbieren. Das sind ja dann Vierteldinger. Das glaube ich nicht, dass man das kann. Okay. Mach jetzt erstmal mit den Fackeln hier. So. Soßenbinder. Was ist mit Soßenbinder? Soßenbinder. Gut, Steps. So, ich brauche Boden. Boden. Buttfloor. Hier. Exactly. Rucksack, Woodfloor, das dürfte erstmal reichen. Auf Minus. So, dann mache ich ja mal die Dachboden zu Ende. Der muss nicht besonders hoch sein. Der muss nur so 3 hoch sein, dass man so gerade unten stehen kann. Dann die Shredded Leaves drauf. Vielleicht können wir einen Dachboden noch ein paar Kisten unterbringen. Wir haben ja dann auch noch einen Keller, den wir dann noch bauen werden, aber Dachboden lässt sich dann Krimskrams. Wie üblich. Wie man ein Haus hat und Dachboden. Zumindest bei meinen Eltern war das immer so, dass auf dem Dachboden alter Krimskrams drauf ist. Das ist immer. Immer Sachen, die man nicht mehr braucht, die man eigentlich schon hätte wegschmeißen sollen. Das ist dann immer. Zeugs aus der Kindheit, was man da irgendwie. Das ist. Als Babyspielzeug. Von den Kindern und so weiter. Was man dann vergisst und dann irgendwann. Nein, das vergisst man nicht. Doch. Irgendwann. Bleibt da für die Enkel. Ja, würde ich gerade sagen, irgendwann, wenn dann Enkel da sind, dann kommt das wieder hoch, dann ist dann hier wieder, dann wird das wieder ausgeräumt, dann geht man wieder auf Dachboden und findet dann den ganzen Scheiß wieder. Wir brauchen dringend Fenster hier. Sehr düster. Hast schon Sand geholt? Hast schon Fenster gemacht? Nein. Wenn ja, gib mir mal ein paar welche ab. Oder sag mir, wie ich das craften kann. Niemals. Ist das hier wie in Minecraft, dass man die Fenster nicht abbauen kann? Das wäre das Nervigste an Minecraft. Wenn du Fenster gebaut hast, die falsch platziert hast und dann nochmal umplatzieren wolltest, es dann einfach nur clear gemacht hat und weg war sie die Scheibe. Also du baust hier wirklich einen Würfel hin. Hm.
kommt ja noch ein spitzes Dach drauf. Das ist ja die Sache. Nee, du. Und jetzt kommen hier Shredded Leaves drauf. Da habe ich ja hier gerade auf der 1. Können wir hier damit anfangen. Ich weiß nicht, ob das so soll, aber... Machen wir hier ein Strohdach draus. So 3 hoch, damit man so ein bisschen noch drin stehen kann. Strohballen. Sehr schön. Wir haben heute das Haus abgerundet. Wohl eher abgeeckt. So. Wir brauchen dringend ein Fenster im Haus. Zappenduster. Autsch. Sterb ich noch beim Dachbau. Finde ich gut. Ich weiß, dass du das gut findest. Kein Shredded Leaf mehr. Was ein Dreck. Muss ich neues schreddern. So untereinander macht das ein bisschen mehr Sinn, dass das nicht so schwebt. So. Hast du Fenster oder was? Zumindest schon mal Glas. Sehr gut. Einfach mal ein Loch in der Wand gemacht. Damit ich jetzt zumindest noch was sehe. Für eine große Panoramawand. Ich mache mir eine große Panoramawand ins Haus. Und wo hast denn du dein Bettchen verfrachtet? Du hast kein Bett mehr. Wo willst denn du jetzt schlafen? Auf dem Dach oder was? Achso, ich würde Shredded Leaves machen. Bist jetzt hier ausgezogen oder was? Ja. So, ich schreddere mal ein bisschen Leaves. Kommst doch direkt neben dem Heuballen raus. Nein! So ein Trick. Dunkel, dass hier einfach ist. Muss mal ein paar Fenster reinmachen. Muss reichen.
Wenn du meinst. Das sieht ein bisschen so wie. Das Haus sieht ohne Fenster, sieht so ein bisschen aus wie so eine alte Scheune, so. Nee. Ach, sieht. Das ist einfach nur ein großer Klumpen. Fenster. Daraus kann ich mal keine Panoramawand machen. Glaub mal, die sind groß genug. So. Hier muss noch ein bisschen Platz sein, damit man da hochkommt. Dass man da halbwegs stehen kann. Hoch maximal, dass man da nur durchkriecht durch den Dachboden. So, hier mehr Shredded Leaves, können wir hier gleich nachschlagen. Fenster kommen dann gleich noch rein. Erstmal Dachboden. Der kann ruhig dunkel sein, der Dachboden. Der braucht keine Fenster. Das spawnen Mobs dann, aber weißt du. Was ist? Das spawnen dann Mobs. Dann kannst du ein paar Fackeln reinpacken. Warum sollte ich? Damit da keine Mobs drin spawnen. Weil da spawnen dann Mobs drin, weißt du? Das ist ja nicht mein Haus. Irgendwie schon. Dann brauchst du jetzt ein eigenes. Ich baue meinen Bunker. Aha. Du bist jetzt ausgezogen. Hier, das. Mensch. Lässt er mich hier allein im Haus? Ja. Ganz arbeitslieber hier alleine. Gemeinsam gemacht haben. Ist halt funktional, das Haus hier. Das ist, deshalb ist das halt hier ein ziemlicher Klotz. Das ist, da gibt es Keller drin und so weiter. Aber so sind ja die Häuser in Wirklichkeit. Die sind ja eckig. Das ist ja. Wenn du mal in die Landschaft schaust, die haben ja keine Ecken drin, das ist alles wie in echt hier. Verstehst? Oh ja. Es muss ja so. Sieht halt auch manchmal hässlich aus. Ich brauche Holz. Ganz viel. Dann bau Bäume ab. Ah, die Bäume wachsen aber hier nicht in der Nähe, die ich brauche. Dann machen Spaziergang. Nee. Ich habe mir auch Bäume abgebaut. Um ja die zweite und die dritte Etage aufzubauen. So. Ist doch blöd. So. Soll man das hier mal endlich zu Ende kriegen? Blöd, dass wir das Haus nicht aus Stein gebaut haben.
Müsste jetzt eigentlich nur Feuer legen und schon ist es vorbei. Eine gute Nacht. Kommandant Lars hat Feuer gelegt. Verrat doch nicht so. Das ist zu niedrig, das muss noch eins hoch, damit man da drin stehen kann. So, dann kommt man da unten nicht mehr raus. Doch, man kommt da raus. Das ist gut. Können wir das so bauen. Noch kein Shredded Leaves mehr. Laubschreddern. Mehr Laub. Haben wir noch 500. Nur keine Panik. So. Ich finde es auch gut, dass die Stacks hier voller sind. Also das hat hier über 100 oder Laub haben wir sogar 500 auf einem Klotz. In Minecraft war es ja nur bis 64 aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum das 64 waren. Gut, 64 waren. Das ist halt mit einem, dass du halt, wenn du ein 65. Stück Holz bekommen hast, wurde dann ein neues Ding angefangen. Dass du dann sofort ein neues. Hat auch ausgereicht. Ja, ich finde es cooler, wenn halt. Hast halt irgendwann das Inventar voll, das ist halt. Ja, das, denkst du, das hast du hier nicht, oder was? Nee, aber da hast du halt nicht dein ganzes Inventar mit Holz voll, sondern hast halt verschiedene Sachen drin. Wenn du halt dann mal in Minecraft auf Wanderung warst und. Oder mal irgendwo in eine Höhle gegangen bist. So ein Trick, ich fahr hier mal runter. In meine Höhle gegangen bist und ein bisschen was abgebaut hast. Das ganze Inventar voller Stein. Das ist halt. Wäre halt besser gewesen, wenn du halt dann 500er, 600er. Ding voller Stein haben könntest. Dann hättest du halt länger in der Höhle bleiben können und so. Das ist halt. Das bist du falsch voll damit. Ach, leck mich doch. Zwergfest 4 Ost zu großer Höhe. Runter mit dir. Zum Blöd zum Treppensteigen. Und Teleportation. Oh, hi. Stimmt, dein Teleporter ist ja jetzt im Bunker. Kann ich ihn doch nicht mehr fürs Treppensteigen benutzen. Warum benutzt du denn noch dein? Weil der oben in einem. Weil der oben steht. Ja und? Wenn ich die Treppe runter will. Die Leiter. Ja, Treppe, Leiter, Tür. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Also ich will auch lieber eine Treppe runtergehen, anstatt einer Leiter. Ja. Äff. Dreck. Ich sehe es immer so. Jedes Mal fliegst du runter. Gute Nacht. Guten Morgen. Es ist immer noch dunkel bei mir. Das macht keinen Unterschied. Finde ich gut. Muss hier mal Fenster reinbauen. Wird hier mal höchste Eiszeit.
So. Das Dach nimmt langsam Gestalt an. Nein. Boink. Stell mir den Teleporter hoch aufs Dach. Das ist doch hier. Wenn ich runterfalle, dass ich dann einfach mal wieder hoch kann. Jetzt das ganze Haus für mich. Wenn du ja hier einen Bunker reinziehst. Es wird kein Bunker. Oder ein eigenes Steinhaus. Na, wie machen wir es jetzt hier noch? Oh, ich habe keine Steps hier. Stell mir jetzt die Scheiße auf dem. Stell mir jetzt den Teleporter aufs Dach. Und ich hier immer noch runterfalle. Hey Lars. So, wo habe ich den Teleporter? Nee. So. Ich glaube, hier noch eine Ebene können wir hoch machen hier. Das Dach flach. Na, flach ist es sowieso nicht, aber noch was Dach zu. Hast du so in Minecraft auch gebaut? Ja, ziemlich. Ich habe insgesamt ziemlich eckig gebaut. Oha. Ist halt wie im echten Leben hier. Es muss halt. So sehen die Häuser doch aus. Nicht wirklich. Spitzdächer. Oder so sahen sie zumindest früher aus. Hättest du ja was machen können, wenn du was anderes vorgehabt hättest. Hättest du dich ja dran beteiligen können. Aber nee.